Ja, ich bin Holländer, 52 Jahre alt, glücklich verheiratet und ich habe einen Sohn von 10 Jahren alt. Ich bin ein sehr stolzer Vater. Ja, ich habe selber bei NAC Breda gespielt, in der Jugend. Muss leider auch ehrlich gestehen, dass ich leider nicht gut genug war und letztendlich kein Profifußballer war. Ich habe ziemlich schnell angefangen, Marketing zu studieren. Bin Marketing und Communication Direktor geworden bei der Rabobank und letztendlich auch Direktor im Finanzbereich geworden bei der Rabobank. Habe letztendlich 15 Jahre gearbeitet in Holland bei der Rabobank. Naja gut, die letzten anderthalb Jahre bin ich jetzt Nachwuchsleiter bei VfB Lübeck. Daneben bin ich auch Direktor für Neudeutschland für Curve Coaching. Das ist weltgrößte Techniktrainer. Ich bin auch ausgebildet als Techniktrainer im Fußballbereich. Und habe in der Vergangenheit in NLZ in Holland trainiert. 6 Jahre habe ich unter anderem die U17, U19 und U23 trainiert. Naja, ich bin da verantwortlich gewesen oder bin noch immer verantwortlich, weil das möchte ich auch nochmal betonen. Ich werde nicht nur Sportdirektor, aber ich bleibe Nachwuchsleiter, weil ich es auch wichtig finde, dass ich noch immer Bemühungen habe bei der Jugend. Die Jugend ist und bleibt das Fundament von VfB Lübeck und war da, wie gesagt, für die U23 bis U10 verantwortlich. Und dann geht es um Sachen wie die Kaderplanung, welche Trainer trainieren, welche Mannschaften, Spielphilosophie, ein neuer Verhaltenskodex und. Ja, ich bin natürlich, wie gesagt, ich komme aus Holland, hab lange in Breda gewohnt und Breda ist auch eine Stadt mit 200.000 Leuten. Und die spielen leider jetzt wieder zweite Liga, aber haben lange erste Liga gespielt. Und VfB Lübeck ist für mich eine Stadt, die sich damit vergleichen kann. Also Lübeck ist für mich absolut eine schlafende Riese mit unglaublich viel Potenzial. So viel Potenzial, dass hier irgendwann wieder ein Drittligist oder Zweitligist entstehen kann. Also ein Verein mit einer sehr familiären Atmosphäre, auch mit den Mitarbeitern, mit den Fans. Und ich muss sagen, ich arbeite hier schon seit 2 Jahren mit unglaublich viel Spaß. Ja, gut, was mich fasziniert an VfB, letztendlich ist es ein Traditionsverein, namhafter Verein mit auch einer sehr bemerkenswerten Vergangenheit. Das Potenzial, das ist wirklich etwas, was mich reizt. Ich glaube, dass hier unglaublich viel machbar ist. Ja. Naja, ich glaube, dass was den Vorstand überzeugt hat, ist erstmal, dass ich natürlich schon mal die Abläufe hier kenne, die Leute kenne, auch weiß, welche Spieler bei uns in der U17, U19, U23 spielen. Zweite glaube ich, dass die Kombination zwischen meinen Fähigkeiten, die ich ergattert habe, in die freie Wirtschaft, bei mehreren Betrieben als Führungsperson, als Führungskraft und meine Kenntnisse von der Fußballsektor, ich glaube, dass es diese Kombination war, die dafür gesorgt hat, dass ich der neue Sportdirektor bin. Ja. Naja gut, ganz klar, dass ich natürlich eine andere Rolle jetzt habe als Nachwuchsleiter, aber für mich das allererste ist zusammen mit unter anderem das Trainerteam nochmal ganz kritisch gucken, ob wir den Kader noch weiter verstärken können. Das ist die erste Aufgabe. Was wir möchten mit dieser Spielphilosophie ist, dass wir das Spiel sehr aktiv gestalten, dass wir dominant Fußball spielen, dass wir offensiv Fußball spielen. Es sagt mehr etwas über die Prinzipien, wie wir Fußball spielen möchten, als über ein Spielsystem, ob das jetzt 4-4-2 ist oder 3-5-2. Es geht mehr über die Prinzipien. Nach vorne spielen, pressen, dominant und attraktiv Fußball spielen. Und wer die letzten 2 Spiele der erste Herren gesehen hat mit 12:0 Gegentore, die hat auch gesehen, dass auch in die erste schon so gespielt wird. Ja,
ich verstehe die Frage. Es ist so, dass ich tatsächlich ein paar Spiele mir angucken werde, von der Bank, aber das werde ich erst machen nach der Winterpause. Grundsätzlich bin ich immer übrigens der Meinung, dass ein Sportdirektor nicht auf der Bank gehört. Ich glaube, dass der Einfluss auch vom Sportdirektor während eines Spiels auf der Ersatzbank ist null. Ich finde auch, das ist Bereich vom Trainer. Ich mache das von einer distanzierten Entfernung und gucke mir das Spiel in aller Ruhe an, um dann auch in der Lage zu sein, um nach dem Spiel das Spiel auch zu besprechen und zu bewerten mit das Trainerteam. Ja, ich verstehe die Frage. Hat auch ein bisschen damit zu tun, welches Moment das ist, dass der Jackpot geknackt wird. Ich gehe davon aus, dass das morgen stattfindet. In Holland sagen wir immer, das Kapital muss auf dem Feld stehen. Ich glaube, dass das in unserem Fall schon ist. Wir haben eine sehr gute, ausbalancierte Kader schon. Das bedeutet auch, wir brauchen dringend, haben wir Bedarf an neue Umkleidekabine für unsere Jugend, für Optimieren von die Qualität von unseren Trainingsplätzen, Kraftraum für unsere Spieler und. Also hier würde das Antwort lauten, dass das meiste Geld tatsächlich in Steine gesteckt wird, in diese Situation. Ja. Ja, ich glaube, dass wir hoffen uns alle, dass in 2025 VfB Lübeck sich etabliert hat in die dritte Liga, und wir werden auch alles daran tun, dass es dieses Jahr gelingt, dass wir den Aufstieg feiern können.